Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zur abschließenden Veranstaltung in diesem Wintersemester unter der Reihe Die Entstehung des Neuen Römisch II. Das Semester ist wieder sehr schnell vorbeigegangen. Der Ablauf war harmonisch und ohne große Probleme. Und dies verdanken wir den guten Geistern, die hinter diesem Programm stehen. Und diese guten Geister möchte ich jetzt ganz kurz besonders hervorheben. Frau Laufer, die, ich glaube, jetzt das dritte Jahr diese Reihe veranstaltet hat. Ohne sie würde das überhaupt nicht laufen. Sie denkt wirklich an alle Details. Wir hatten schon letztes Jahr gesammelt für die Belobigung und Belohnung der Hilfen. Und diese Mittel werden wir dieses Jahr zum zweiten Mal, weil da so viel eingekommen ist im letzten Jahr, dass wir gesagt haben, das verteilen wir auf 2 Jahre. Und die liebe Frau Laufer, die kriegt jetzt erst einmal einen Umschlag. Und dieser Umschlag enthält einen Gutschein für, ich hoffe, das war Frau Assmanns Idee, für den Besuch einer Therme. Super, vielen Dank. Und einen Blumenstrauß. Also ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Laufer. Wir haben 2 wissenschaftliche Hilfskräfte, die uns ganz unmerklich und unsichtbar geholfen haben. Und genauso wie die beste Regierung eine ist, die man nicht merkt, ist auch die beste Hilfe, die man als gar nicht merkt. Aber sie ist alles andere als selbstverständlich. Das ist zunächst einmal Barbara Henneberger, die das jetzt das zweite Mal gemacht hat. Und die kommt bitte nach vorne. Bitte? Naja, das kommt. Sie heißt anders. Ach so, dann habe ich es falsch geschrieben. Ja, sorry, das macht nichts, aber ist trotzdem herzlich gemeint. Also ganz herzlichen Dank. Sie kriegen keinen Bade, sondern einen Kinogutschein. Und Sie werden sehen, da ist ein bestimmter Film dort abgebildet. Sie müssen nicht unbedingt diesen Film sich anschauen. Dasselbe gilt für den Patrick Binder, der ebenfalls, hoffe ich, dem man eine Freude machen kann, dass er ein paar Mal ins Kino gehen kann. Und außerdem noch einen Wein. Und der dritte, den haben Sie vielleicht gar nicht so gesehen, das ist Dominique Bouy, der die ganze Serie aufgezeichnet hat. Und ich kann Ihnen nachdrücklich empfehlen, im Internet nachzuschauen, wenn Sie einen Vortrag versäumt haben oder wenn Sie einen Vortrag nacharbeiten wollen. Und das war eine ganz großartige Leistung. Und was mir vor allem auch als Fotograf sehr imponiert hat, er hat es geschafft, sowohl den Referenten als auch die Leinwand so abzubilden, dass man das wirklich erkennen und lesen kann. Und das ist eine ganz großartige Leistung. Darf ich Sie bitten, ganz kurz herunterzukommen? Dann sind Sie dann selbst auch einmal auf dem Film drauf. Bitte kommen Sie runter. Und auch Sie kriegen einen Kinogutschein. Bitte? Ich habe die Kamera jetzt dahin ausgerichtet. Also. Bitte? Ja, das ist doch okay. Und eine Flasche Wein. Ganz herzlichen Dank. Wie das letzte Mal haben wir beschlossen, dass die Mitglieder des Organisationskomitees nicht eigens vorgestellt werden müssen. Und deswegen möchte ich gleich Frau Kollegin Aleida Assmann das Wort erteilen. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Studium Generale. Können Sie mich alle gut hören? Dann freue ich mich, heute Abend hier zu sein und so viele von Ihnen in diesem Auditorium vor mir zu haben, trotz der schlechten Witterung. Vielen Dank für Ihre Treue, Ihr Aushalten, das Wintersemester hindurch. Zum Thema das Neue, das wir jetzt schon zum zweiten Mal verlängern dürfen. Also das ist unser Thema gewesen und auch in diesem Semester wieder haben wir viele Schauplätze, Kontexte besichtigen dürfen, wo etwas Neues entstanden ist.
In diesem letzten Vortrag der Reihe sehe ich meine Aufgabe nun darin, die Entstehung des Neuen einmal von einer ganz anderen Seite anzugehen und dabei auch ein paar ganz grundsätzliche Fragen zu stellen. Außer vielleicht im Rahmen der biologischen Evolution entsteht das Neue ja nicht einfach von selbst, sondern bedarf direkter menschlicher Einwirkung, um es hervorzubringen, beziehungsweise um es zumindest als solches überhaupt zu erkennen. Also der Mensch muss immer dabei sein. So sprechen wir beispielsweise, Upsala in dieser Richtung. So. Wir sprechen beispielsweise von der Entdeckung des Neuen, was immerhin voraussetzt, dass man es doch vorher gesucht hat. Etwas war also schon irgendwie da, aber man hat es noch nicht bemerkt oder noch nicht gekannt. Wir sprechen in diesem Sinne etwa auch von der Entdeckung Amerikas, einem Kontinent, der erst in der frühen Neuzeit nach den Seereisen einzelner Europäer in die Landkarte der neuen Welt eingezeichnet wurde. Als 1992, also 500 Jahre später, dieses Ereignis gefeiert werden sollte, waren im postkolonialen Klima nicht mehr viele in Feierlaune aufgrund der auch durchaus schädlichen Konsequenzen westlicher Abenteurer, die ihrer Meinung dieser Kontinent gehabt hatte. Man sprach deshalb im Gegenzug damals von einer Verdeckung Amerikas. Ein indigener Autor aus Kanada, Thomas King, zum Beispiel, hat seine eigene Version der Geschichte aus nicht-europäischer Perspektive geschrieben. Darin steht, dass Kolumbus Amerika gar nicht entdecken konnte, aus dem ganz einfachen Grund, weil es ja nie verloren gegangen war. Im System Wissenschaft ist aber die Entdeckung des Neuen oder auch die Erfindung des Neuen genau das, was jeder für sich erhofft. Jeder Wissenschaftler muss diesen Anspruch vor sich hertragen und immer wieder betonen, dass er Grenzen überschreitet, und zwar Grenzen des Blicks, der Gewohnheit, der Erfahrung. Wissenschaftliche Experimente sind ja Versuchsanordnungen, die gezielte Suchprozesse ermöglichen, um eben etwas Neues zu finden oder auch zu erfinden. Aber nicht nur Forscher sind beständig auf das Neue ausgerichtet, auch die Künstler sind in der westlichen Kultur angehalten, durch Änderung ihrer Verfahren und durch Brechen mit Traditionen permanent Neues zu produzieren. Make it new war das künstlerische Programm der klassischen Moderne. Diese Neu-Gier oder auch die Gier nach Neuem in Wissenschaft, Technik und Kunst ist die Antriebsenergie unserer westlichen Kultur. Innovation ist die zentrale Antriebskraft dieser Kultur, die sich in der ungebrochenen wissenschaftlichen, technischen und künstlerischen Erfindung des Neuen ausdrückt. Nach dieser kurzen Vorrede also erscheint die Frage, die ich Ihnen und mir heute Abend stellen möchte, eigentlich unsinnig. Kann man das Neue denken? Natürlich kann man es denken in einer Kultur, die den Imperativ der Innovation auf ihre Fahnen geschrieben hat. Aber so einfach ist es nicht, denn hier ergeben sich auch Probleme, auf die ich im Folgenden eingehen möchte. Vor einigen Jahren fragte der Philosoph Günther Anders, ist der Mensch dieser Dauerproduktion des Neuen eigentlich gewachsen? Er war skeptisch und sprach von der Antiquiertheit des Menschen. Damit meinte er, dass der Mensch aufgrund seiner anthropologischen Kondition, also seiner Conditio humana, eben nicht unbegrenzt veränderbar sei und damit auch der eigenen Innovationsrate nicht unbegrenzt gewachsen sei. Anders nannte den Menschen deshalb überspitzt den Dinosaurier im selbstgeschaffenen Technologiepark. Dass die schleichende technische Innovation unserer Lebenswelt zu Problemen führen kann, hat auch der Philosoph Odo Marquardt öfters betont. Wenn die Zukunft wirklich neu und in toto anders ist, als es die Vergangenheit war, dann sind wir ganz schnell mit unserem Latein am Ende.
Marquardt hat für dieses Problem der Unangepasstheit des Menschen an den beschleunigten technischen Wandel den Begriff, typischer Marquardt-Begriff, der tachogenen Weltfremdheit erfunden. Tachogen, Tacho hat etwas mit Geschwindigkeit zu tun. Das ist eine Weltfremdheit, die aus Geschwindigkeit oder Beschleunigung entsteht. Darunter versteht er also diese Form von Entfremdung, die heute immer wieder, das kennen Sie alle, unter dem Stichwort Beschleunigung diskutiert wird. Wenn sich die Welt in immer schnelleren Rhythmen ändert, findet man sich in der Welt natürlich auch immer weniger zurecht. Das führt dann nach Marquardt zu einer zunehmenden Verkindlichung. Wir leben also nicht im Zeitalter der Vergreisung, sondern im Zeitalter der Verkindlichung nach Marquardt. Wenn alles immer schneller veraltet, können wir immer weniger bewährte Erfahrung und gültiges Wissen nutzen und müssen nämlich alles immer wieder neu lernen. Marquardt, denn eine Welt, in der immer weniger von dem, was war, künftig noch sein wird, in der also tachogen immer weniger Herkunft auch noch Zukunft sein wird, ist geprägt durch Kontinuitätsverlust. Die Menschen verkindlichen. Man wird nicht mehr erwachsen. Auf die Frage, die ich mir mit Ihnen für diese Vorstellung gestellt habe, nämlich kann man das Neue denken, gibt es also mehrere Antworten. Eine erste Antwort lautet, ja natürlich kann man das Neue denken, da es in der westlichen Kultur ja einen dauernden Imperativ nach dem Neuen gibt. Das Thema bekommt jedoch eine andere Drehung, wenn wir statt von der Entdeckung oder Erfindung des Neuen einmal von der Erfahrung des Neuen sprechen. Tatsächlich ist die Erfahrbarkeit des Neuen ein ganz anderes Problem, auf das ich in meinem Vortrag hier näher eingehen möchte. Dieses Problem möchte ich zunächst einmal an einem Beispiel einleiten. Beispiel, das Sie alle kennen. Im August 2010 erschien in der FAZ anlässlich des 80. Geburtstages von Neil Armstrong, 1930 bis 2012, also 2 Jahre vor seinem Tod, ein Artikel über die Person, die am 20. Juli 1969 als erster und vorerst auch letzter Mensch, zusammen mit seinem Kollegen, der nicht so berühmt geworden ist wie er, den Mond betreten hat. Bei diesem Ereignis handelt es sich wohl um die spektakulärste Entdeckung des Neuen, die wir uns überhaupt vorstellen können. Reisen auf den Mond waren seit der Antike ein beliebtes Thema in kontrafaktischen Gattungen wie Märchen oder Utopien. Doch gerade deshalb war dieses Ereignis als ein reales im Format der Nachrichtensendung absolut neu. 600 Millionen Menschen, darunter auch ich selbst und wahrscheinlich viele in diesem Hörsaal, verfolgten damals in Echtzeit das Landemanöver. Von diesem Ereignis besitzt die Nachwelt dokumentarische Evidenz in Gestalt vieler farbiger Fotos. Sie kennen alle natürlich dieses Bild hier, das Profil des Stiefels, der sich in den Feinstaub eingedrückt hat, oder auch das Hissen der amerikanischen Flagge, die auf dem Mond eingepflockt wird. Wenn man sich heute diese Bilder anschaut, hat man fast das Gefühl, das ist eine kleine Inszenierung mit Playmobil-Spielzeug. So habe ich es damals nicht empfunden, als es im Fernsehen kam. Ich wollte nur zeigen, dass dieses Motiv, Einflocken der amerikanischen Flagge, ein Bild oder ein Motiv, ein Topos, darüber reden wir noch mehr, geworden ist, der auch immer wiederkehrt. Ich zeige Ihnen dieses Bild hier von dem Einflocken der amerikanischen Fahne auf Ground Zero. Dieses Bild ist eine Seitenmalerei, die ein Künstler gemalt hat, die ich damals erworben habe, als ich dieses Schlachtfeld besichtigt habe. Da waren diese Gerüste oder war die Kraterlandschaft in dieser Form nicht mehr zu sehen, aber die Künstler verkauften dieses Bild, natürlich dem auch ein Foto vorausgegangen ist. Also,
Wir kennen diese Bilder, weil sie unzählige Male reproduziert sind und sich als Ikonen in unserem kollektiven Gedächtnis verankert haben. Auch der Name Armstrong hat dort seinen Platz, zusammen mit dem Satz, in dem er damals seine Mission zusammengefasst hat. Weiß hier noch jemand, wie dieser Satz lautete? Etwas lauter? Fantastisch. Also Sie haben alle bestanden, das ist dieser Satz. Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Schritt für die Menschheit. Ich teste gerade so ein bisschen unser kollektives Gedächtnis hier ab. Frank Schirmacher, und auf den möchte ich kurz zu sprechen kommen, der den Artikel 40 Jahre später schrieb, auf den ich mich hier beziehe, ging davon aus, dass dieser Satz und diese Tat, also durch diesen Satz, eine Verweildauer von etwa 2500 Jahren im kulturellen Gedächtnis haben werden würde. Und das ist ungefähr die Zeitspanne, wenn man das mal nachrechnet, die Homer bis heute überdauert hat. Schirmacher ging also davon aus, dass Armstrongs Tat und Satz sich ebenso lange im Gedächtnis der Menschheit halten würde. Also Sie haben den Test ja schon bestanden und haben das bestätigt. Für die ersten 40 oder 45 Jahre ist das schon mal bestätigt. Für seine Rolle als neuer Homer in Richtung Zukunft brachte der Amerikaner, der einst im Kennedy Space Center in Florida die Raumkapsel betrat, allerdings sehr wenig mit. Was Frank Schirmacher an Armstrong, der 2010 Wien besuchte und dort mehrfach interviewt wurde, nachhaltig irritierte, war nämlich das eklatante Missverhältnis zwischen dem Heldentum seiner Tat und der Unergiebigkeit seiner Worte. Armstrong begann nämlich, wie Schirmacher schreibt, praktisch unmittelbar nach der Rückkehr zur Erde zu verstummen. Keiner war einsilbiger als er, keiner in seiner unpoetischen Lakonik ein größerer Schrecken für die Journalisten. Armstrong hat auch nie, man denke sich das einmal, heute ein Fernsehstudio betreten. Auf die neugierigen Fragen, die man ihm gestellt hat, was haben Sie gefühlt, was haben Sie gedacht, was haben Sie gesehen, was ging in Ihnen vor, hatte er keine Antwort. Wenn er über dieses Thema sprach und als Professor für Luft- und Raumfahrttechnik an der University of Cincinnati hatte er dazu vielfach Anlass, drückte er sich geläufig in Zahlen, Codes und Abkürzungen aus. Über seine eigene Erfahrung jedoch schwieg er sich aus. Vielleicht, so schrieb Schirmacher, ist Armstrong der Schweigsamste unter denjenigen, die etwas zum ersten Mal gemacht haben. Und er fügte noch hinzu, es gibt keine Botschaft von Outer Space. An diesem Beispiel lässt sich noch einmal zeigen, dass die Erfahrung des Neuen etwas ganz anderes ist als die Entdeckung des Neuen. Ist der Mensch der Erfahrung des radikalen Neuen überhaupt gewachsen? Ist das Verstummen nicht vielleicht eine durchaus adäquate Reaktion? Was wissen wir überhaupt über die menschliche Psyche und ihre plötzliche Konfrontation mit dem absolut Neuen und Fremden? Die Psychologen haben auf diese Frage eine klare Antwort bereit. Ihrer Meinung nach sind Menschen einer Begegnung mit dem absolut Neuen gar nicht gewachsen. Der menschliche Wahrnehmungsapparat ist nämlich nicht so angelegt, dass die Realität Stück für Stück genau abgetastet wird, um durch sorgfältigen Abgleich ein exaktes Bild von ihr zu produzieren. Im Gegenteil, ist der menschliche Wahrnehmungsapparat auf Gestalten eingestellt und deshalb immer schon mit Erwartungen, Projektionen und Schemata ausgerüstet, die einen Filter über die Realität legen. Das Neue, das wir sehen, wird deshalb immer schon vor dem Hintergrund des Alten wahrgenommen, das wir schon kennen und erfahren haben und für das wir bereits ein Bild und einen Begriff haben. Erkennen ist deshalb für den konstruktiven menschlichen Geist, und darum geht es hier, wir denken konstruktiv, unser Geist formt unsere Welt. Erkennen ist für diesen konstruktiven Geist deshalb weitgehend Wiedererkennen. Wo immer wir strukturelle Ähnlichkeiten feststellen können, räumen wir die Differenzen automatisch aus dem Wege.
So kommt es immer wieder zur Angleichung der Realität an unser Bild von ihr und damit auch zur Anpassung des Neuen an das bereits Bekannte. Um dieses nun zu illustrieren, möchte ich mit Ihnen noch einen kleinen psychologischen Test machen. Und dafür bitte ich Sie nun, diesen folgenden Text zu lesen. Versuchen Sie das einmal. Das ist also ein ziemlicher Buchstabensalat, aber vielleicht könnten Sie mal versuchen, den Text zu lesen. Ja? Könnten Sie es mal versuchen, den Text zu lesen? Also, ich habe Ihnen da einen vollkommen Unsinn projiziert und gleichzeitig haben Sie das sofort wahrscheinlich alle hier ohne Schwierigkeiten in Sinn zurückverwandelt. Ja? Und wahrscheinlich, wenn es nicht ganz so viele Fehler gegeben hätte, hätten Sie die gar nicht gemerkt, weil Ihr Blick sofort auf das Wiedererkennen gerichtet gewesen wäre. Also das ist einfach nur nochmal ein Beweis, wie konstruktiv Ihr Geist ist. Sie kennen das schon, Sie haben das Bild und Sie können das sofort unter der Hand ergänzen, korrigieren und dem, von dem Sie bereits wissen, wieder anpassen. Also Sie sind nicht überfordert durch das Fremde, sondern können das Bekannte als Unterlage benutzen, um sich sofort wieder zu orientieren. Das ist eine großartige Fähigkeit des Menschen für die Orientierung natürlich, aber die Frage ist, kann man eigentlich dann das Neue wirklich noch denken? Wir können dieses psychologische Experiment mit Hilfe eines Philosophen noch ein bisschen weiter untermauern. Und hier habe ich das Glück gehabt, einen sehr schönen Text von einem Philosophen zu finden, der Universität Konstanz sehr verbunden ist. Der heißt Alfred Schütz. Und Alfred Schütz, der Nachlass von diesem Philosophen, liegt hier auch an der Universität Konstanz. Also da gibt es eine enge Verbindung. Das ist Alfred Schütz, sein wichtigster Titel hier, der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Und wenn man an Thomas Luckmann denkt, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit mit Peter Berger, dann ist das natürlich genau die Fortsetzung dieser Schütz'schen phänomenologischen Tradition. Der Text, der mir in die Hände fiel, heißt Tiresias oder unser Wissen von zukünftigen Ereignissen. Ich stieß zufällig auf diesen Text und Sie können sich vorstellen, wenn ich darüber nachdenke, kann man das Neue denken, dann war das für mich ein echtes Highlight, dass sich Schütz übrigens im Jahre erst 1959, das ist das Jahr, in dem der Aufsatz erschienen ist, das ist auch das Jahr, in dem er gestorben ist, über die Zukunft gemacht hat, also über seinen Tod hinaus. Er hat also hier gefragt nach der Möglichkeit unseres Wissens von zukünftigen Ereignissen. Und er hat gezeigt, dass unser Zukunftswissen immer von den Erfahrungen der Vergangenheit und den Erwartungen der Gegenwart gelenkt ist. Die Zukunft ist also gerade nicht das schlechthin Neue, sondern immer eine Verlängerung dessen, was bereits gilt. Ich weiß, so schrieb Schütz zum Beispiel damals in den als er lebte in den USA, in den 50er Jahren, der USA, jetzt kommt dieser ganz eindrucksvolle Satz, wo er sich selbst in einen Tiresias, in einen Seher der Zukunft verwandelt und mal 5 Jahre vorausdenkt über seinen eigenen Tod, von dem man natürlich noch nichts weiß, hinaus. Und da sagt er, ich weiß, dass morgen Freitag sein wird, so weit kommen wir alle noch mit, dass das Volk der Vereinigten Staaten seine Einkommensteuererklärung vor dem 15. April abgeben wird. Jeder, der mal dort war, weiß, was das für ein wichtiges Datum ist. IRS, da muss man etwas hinschicken, sonst kriegt man überhaupt kein Gehalt. Also das müssen alle Amerikaner am 15. April tun. Das weiß er also auch schon, dass das so sein wird. Und dass in der ersten Novemberwoche eine Person, die in den Vereinigten Staaten vor 1934 geboren wurde und höchstwahrscheinlich ein weißer männlichen Geschlechtes ist, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden wird. So, das so viel zu seinen Prognosen. Wir können nur sagen, diese Prophetie hat keinerlei Überraschungswert.
Ich dachte, dass er das alles auf den auf das Jahr 1964, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich dazu komme, auf die 5 Jahre Zukunft prognostiziert hat. Und da, wenn wir das jetzt mal abgleichen, da kann man doch sagen, da ist sehr vieles Neue passiert, was er gar nicht imaginieren konnte. Der Präsident, der 64 mit überwältigender Mehrheit gewählt wurde, war Lyndon Baines Johnson, der nach der Ermordung Kennedys ein Jahr zuvor die Amtsgeschäfte übernommen hatte. Also er lebte noch unter Eisenhower. Also Kennedy hat er gar nicht mitgekriegt. Von dem Mord an Kennedy hätte er sich auch gar nichts träumen lassen können. Und noch hinzuzufügen, von einem schwarzen Präsidentschaftskandidaten konnte damals natürlich noch weniger die Rede sein. Dieses Neue war überhaupt nicht denkbar. In der Lebenswelt sind wir, ich komme zurück zu Alfred Schütz, mit einem, so nennt er das, zuhandenen Wissensvorrat ausgestattet, in den die neuen Erfahrungen permanent eingeschmolzen werden. Dabei gilt eine Vertrautheitsregel, wie er sie nennt, die dafür sorgt, dass das Neue gar nicht erst als solches in Erscheinung tritt, weil es fugenlos an das Bekannte assimiliert wird. Durch die Synthesis der Rekognition, des Wiedererkennens, werden neue Erlebnisse an frühere Erfahrungen mithilfe von Kategorien wie Selbigkeit, Gleichheit, Ähnlichkeit, Analogie und so weiter zurückgebunden. Solche Verlinkungen ermöglichen es, Differenzen einzuklammern und das Neue dem Fundus des Bekannten einzuverleiben. Neu und fremdartig ist eine Erfahrung dann, wenn sie sich dieser Vertrautheitsregel widersetzt und nicht, zumindest dem Typ nach, auf vorher Erfahrenes bezogen werden kann. Ob nun etwas als vertraut oder fremd, bekannt oder neu wahrgenommen wird, in beiden Fällen ist es der zuhandene Wissensvorrat, der als Auslegungsschema für die aktuell auftauchende Erfahrung dient. Wir erleben die Realität also, wie Schütz immer wieder betont, nicht als, wie er so schön sagt, als blühende und brummende Konfusion, sondern als eine Strukturiertheit nach Typen und typischen Beziehungen von Typen. Dieses Wort Typ ist sehr wichtig und nachher kommt das Wort Topos, das ist, entspricht auch dieser Typisierung. Unsere Erfahrungen bilden die Schemata für weitere Erfahrungen. Unser Wissensvorrat ist durch Typenbildung strukturiert und dabei spielt natürlich das Gedächtnis eine leitende Rolle. Das sagt er eigens, indem er betont, dieser Bezug zu bereits erfahrenen Handlungen setzt Gedächtnis in allen seinen Funktionen voraus, wie Retention, Wiederaufnahme, Rekognition. Können wir, ich frage noch einmal, also das Neue erfahren oder haben wir nur die bange Wahl zwischen der Anpassung an das bereits Bekannte oder der vollständigen Fremdheit? Neil Armstrong verfügte offenbar über kein kulturelles Schema. Also um nochmal zu diesem ersten Beispiel zurückzukommen, der schweigende Rückkehrer aus dem All. Er hatte offenbar noch kein kulturelles Schema, mit dem er seine Erfahrung des Neuen ausdrücken und stabilisieren konnte. Deshalb hat er uns sein persönliches Augenzeugnis dieses Ereignisses auch verweigert. Wir können daraus eine erste Definition ableiten. Ein neues Ereignis in der Geschichte ist ein solches, für das es noch kein kulturelles Schema gibt. Es setzt einen Bruch unserer Deutungsrahmen voraus. Dieses Neue kann erhofft oder erwünscht werden, aber es kann auch in radikaler Weise verstörend sein. Während kontrollierte und intendierte Innovationen immer willkommen sind, wünscht man sich keine verstörenden Ereignisse. Hegel nannte die Zeiten des Glücks die leeren Seiten im Geschichtsbuch der Menschheit. In Kulturen, die wie China auf einem ganz starken Ordnungsdenken basieren, wünscht man sich zu Beginn des neuen Jahres, das ist ja immer noch aktuell, auch bei uns, keine Ereignisse. Das ist der Wunsch in China. Und entsprechendes galt auch im alten Ägypten. Die schwierige Erfahrung des radikal Neuen lässt sich an historischen Ereignissen illustrieren. Nehmen wir das Beispiel des Ersten Weltkriegs, der im Gedenkjahr 2014 immer wieder als eine epochale Zäsur beschrieben wurde. Diejenigen, die mit Blumen bekränzt und Hüte schwingend in diesen Krieg zogen, hatten sich aufgrund ihrer inneren Bilder
auf einen ganz anderen Krieg eingestellt. Walter Benjamin war aufgefallen später, dass die Soldaten, die aus diesem Krieg heimkehrten, nichts mehr zu erzählen hatten. Also ähnlich wie bei Armstrong. Die hatten nichts zu erzählen. Der Krieg habe, wie er schrieb, die Menschen nicht reicher an Erfahrung gemacht, sondern ärmer. Und der wichtige Satz von Benjamin lautete, die Erfahrung ist im Kurse gefallen und sie fällt weiter ins Bodenlose. Die Erfahrung ist im Kurse gefallen, sie fällt weiter ins Bodenlose. Die Menschen können sich ihre Erfahrung nicht mehr mitteilen, sie können nichts mehr tradieren. Es gibt einen Bruch der Kommunikation über die Generationen hinweg. So skizzierte er damals den verstörenden Einbruch des Neuen, der mit diesem epochalen Ereignis für die Soldaten verbunden war. In einem noch ganz anderen Umfang hat ein späteres Ereignis das bisherige menschliche Vorstellungsvermögen gesprengt. Die Rede ist vom Holocaust, der durch Beschreibungen wie singulär, unprecedented auf Englisch oder Zivilisationsbruch geradezu zum Paradigma einer historischen Erfahrung des Neuen geworden ist. Tatsächlich hat es mehrere Jahrzehnte gebraucht, bis sich dieses Ereignis den Weg ins Bewusstsein der Menschen gebahnt hat. Wie dieser Weg ins Bewusstsein ausgesehen hat, das möchte ich heute, einen Tag vor dem 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, hier noch einmal kurz rekapitulieren. Der Begriff Holocaust stammt ursprünglich aus dem altgriechischen Opferkult, bedeutet so viel wie vollständige Verbrennung, und er war im amerikanischen Englisch als Synonym für Katastrophe oder Weltuntergang im Gebrauch. Seit den 1960er Jahren hat er sich in den USA als Terminus für die NS-Judenvernichtung immer mehr durchgesetzt. Mit Großbuchstaben steht er mit dieser neuen historischen Bedeutung erst seit 1974 in der Encyclopædia Britannica. Es ist wichtig, sich einmal klarzumachen, was diesem Akt der Sprachgebung, die wir inzwischen alle für selbstverständlich halten, vorausgegangen ist. Der abstrakte, neutrale und funktionale Begriff der Endlösung war von den Bürokraten des Todes erfunden worden und ist ein Teil ihres Projekts gewesen. Das Wort stand zum ersten Mal in einem amtlichen Schreiben Hermann Görings vom Juli 1941, in dem dieser als Beauftragter für einen Vierjahresplan den Chef der Sicherheitspolizei Heydrich um einen, ich zitiere, Gesamtentwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur Durchsetzung der angestrebten Endlösung der Judenfrage, Zitat Ende, bittet. Also so der bürokratische Wortlaut. Das geschah fast zeitgleich mit dem Beginn des Russlandfeldzuges und der Entfesselung des Vernichtungskrieges im Osten. Während also auf der einen Seite die Täter experimentierend ihre Mordstrategien erfanden, das Neue erfanden und die Strukturen ihrer Tötungsfabrik optimierten, blieben auf der anderen Seite diejenigen, die zur Zielscheibe der Massentötungen wurden, lange Zeit ohne einen Begriff und eine klare Vorstellung dessen, was sie überhaupt erlebten. Von diesem Gegensatz zwischen kalter Planung und Durchführung des Staatsterrors einerseits und der traumatischen Erfahrung der jüdischen Betroffenen andererseits hat uns später ein Freund und Zeitgenosse einen persönlichen Eindruck gegeben. Moshe Barash stammte aus Tschernowitz und war ein Schulfreund Paul Celans. Er erlebte in dieser Stadt den Einfall der deutschen Wehrmacht am 21. Juni 1941, bei dem 45.000 jüdische Bewohner ermordet wurden. Unser Freund ist diesem Massenmord entkommen, weil er sich rechtzeitig einer jüdischen Widerstandsgruppe angeschlossen hatte, für die er Ausweispapiere fälschte. Er erzählte uns: Wir befanden uns plötzlich in einem Strudel von Ereignissen, ohne zu verstehen, was hier eigentlich vorging. Wir hatten weder Begriff noch Namen für den Schrecken, der da im Gange war. Er konnte ja noch nicht ahnen, dass es der Holocaust war, der seine Stadt, seine Familie und seine Freunde getroffen hatte. Mit diejenigen, mit denen er sich damals über das Geschehen verständigte, benutzten damals eine mathematische Terminologie und sprachen von einem stochastischen Prozess.
Das ist ein in seine Atome zerlegter Prozess, der weder Struktur, Gestalt noch Bedeutung aufweist. Mit diesem Chaosbegriff reagierten einige der Betroffenen in Tschernowitz damals auf die plötzliche Eskalation und Entladung destruktiver Gewalt, die sie in keiner Weise einordnen konnten. Dieses Beispiel macht deutlich, was den Opfern der Verfolgung und Vernichtung völlig fehlte. Ein Name für das Ereignis, ein Narrativ, Begriffe, ein erläuternder Diskurs und therapeutische Maßnahmen. All das, was sich erst ganz allmählich auf der Basis von Erzählungen, Archiven, Forschung, Mediendarstellung, Museen, Gedenkstätten, Schulunterricht, kurz durch das späte Einsetzen einer Erinnerungskultur herausgebildet hat. Im orthodoxen Judentum gab es eine ganz andere Wahrnehmung dieses traumatischen Ereignisses. Bis heute hat diese Gruppe die Begriffe Holocaust oder Shoah nicht übernommen, sondern hält am talmudischen Begriff Churban fest. Churban heißt wörtlich übersetzt Unheil oder Katastrophe und bezieht sich historisch auf die Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahr 70 nach unserer Zeitrechnung. Das ist zugleich das religiöse Gründungsereignis des rabbinischen Judentums. Die Ermordung des europäischen Judentums im Zweiten Weltkrieg wurde also von ihnen im Lichte eines früheren Ereignisses wahrgenommen. Ich wiederhole jetzt noch einmal den Gedanken von Alfred Schütz. Durch die Synthesis der Rekognition werden neue Erlebnisse an frühere Erfahrungen mithilfe von Kategorien wie Selbigkeit, Gleichheit, Ähnlichkeit, Analogie und so weiter zurückgebunden. Dadurch werden Differenzen eingeklammert und das Neue wird dem Fundus des vorhandenen Wissensvorrats einverleibt. In diesem Falle verwandelte sich das neuartige Ereignis in die Wiederholung eines mythischen Grundmusters. Das entspricht zugleich einem anthropologischen Bedürfnis. Für das absolut Neue und Einzigartige haben Menschen keine Sprache. Sie sind darauf angewiesen, das Unbekannte mithilfe des bereits Bekannten wahrzunehmen und für das Fremde und Unfassbare Bilder und Begriffe aus dem Vorrat des kulturellen Gedächtnisses zu finden. Erkennen ist also auch hier immer schon Wiedererkennen im Lichte dessen, was uns Sprache und Gedächtnis als Wahrnehmungs- und Deutungshilfen zur Verfügung stellen. Übrigens, das Wort Shoah, das aus dem modernen Hebräischen kommt, heißt so viel wie Katastrophe. Und es ist ganz wichtig, dass hier extra kein biblischer Terminus verwendet wurde, um genau diese biblische Zuordnung dieses neuen Ereignisses zu vermeiden. Das gilt also für die nicht ultraorthodoxen Juden. Aber entsprechendes gilt auch für die Darstellung des Holocaust außerhalb des jüdisch-orthodoxen Milieus. Hier hat man sich über die Jahrzehnte eines religiösen und literarischen Grundsymbols bedient, der Hölle. Diese Metapher verfestigte sich im allgemeinen Sprachgebrauch bald zu einem Topos. Die KZs wurden mit der Metapher der Hölle fest verbunden und Dante mit seinem Inferno galt als mit der Beschreibung seines Infernos eigentlich als die wichtigste literarische Referenz. So entstand ein weit verbreiteter Gebrauch der Höllenmetaphorik für die Darstellung des Holocaust. Ein Literaturwissenschaftler, der den Gebrauch dieser KZ-Höllenmetapher näher untersucht hat, spricht in diesem Zusammenhang gar vom Dante-Deutsch. Dort, wo die Sprache nicht hinreichte, sollten Bilder aus dem kulturellen Gedächtnis helfen und aus dem lähmenden Schweigen herausführen. Weil aber die metaphorische Begrifflichkeit der Hölle in sich so leer ist, verweist das Wort zugleich auch auf eine bleibende Lücke in unserer Sprache und Vorstellung. Genau gegen diese Verstellung unserer Vorstellung durch Deckbilder hat sich ein Autor wie Imre Kertész zur Wehr gesetzt. In seinem Roman Eines Schicksallosen beschreibt er, wie sein Ich-Erzähler nach der Befreiung von Buchenwald in seine Heimatstadt in Ungarn zurückkehrt. Dort kommt er auf einer Bank ins Gespräch mit einem Journalisten, der sich für seine Geschichte interessiert und ihm anbietet, darüber einen Bericht zu schreiben. Er fragt ihn aus und gibt ihm dabei zugleich die Begriffe, Gefühle und Bilder vor, mit denen der soeben Befreite aber gar nichts anfangen kann. Ich zitiere aus dem Roman von Kertész. Der Journalist spricht vom Nazi-Inferno und will etwas über
die Hölle der Lage erfahren. Darauf antwortet der Junge, dass er sich nur das Konzentrationslager vorstellen könne, denn das kenne er bis zu einem gewissen Grad, die Hölle aber nicht. Mit dieser Szene zeigt Kertész sowohl das Bedürfnis der Menschen, das absolut Fremde und Bedrohliche durch konventionelle Bilder und Begriffe in den Griff zu bekommen und damit auch gleichzeitig zu verdecken, als auch die Aufgabe der Kunst, die darin besteht, solche inneren Bilder, die eine Annäherung an die Wirklichkeit auch verhindern, immer wieder in Frage zu stellen. Tatsächlich ist dann dieses paradigmatisch einzigartige Ereignis, nämlich der Holocaust, seinerseits zur Chiffre für andere Menschheitsverbrechen geworden, aber auch für andere Unsitten. Ich denke hier zum Beispiel an den weit verbreiteten metaphorischen Gebrauch dieses Begriffes in Anwendung auf alle möglichen Missstände von Abtreibung bis zu Massentierhaltung, aber natürlich auch auf solche Beispiele, wo die Aufmerksamkeit auf ein anderes historisches Megaverbrechen gelenkt werden soll. Ich möchte Ihnen hier ein Bild zeigen von dem Black Holocaust Museum in Milwaukee. Das ist ein Museum der Sklaverei, das nennt sich Black Holocaust Museum. Und sie haben auch in Milwaukee ein Holocaust Museum, ein jüdisches Holocaust Museum. Und Sie sehen hier eine Verbindung dieses Begriffs. Das eine gab es schon vorher und hinterher wurde die Chiffre Holocaust benutzt, um auf die eigenen Leiden, in diesem Fall der Sklaverei, aufmerksam zu machen. Noch ein zweites Beispiel für den Begriff des Holocaust als Chiffre. In seinem Buch The End of the Holocaust spricht Alvin Rosenfeld von einem zweiten Holocaust, spricht vom zweiten Holocaust. Und damit meint er einen bevorstehenden, noch zukünftigen, bevorstehenden Atomkrieg Irans gegen Israel. Den nennt er jetzt schon den zweiten Holocaust. Also dieser Begriff produziert weitere Vorstellungen, Erwartungen und in diesem Fall auch Ängste. Aber mit Imre Kertész und dem Stichwort Kunst möchte ich nun zum zweiten Teil meines Vortrags kommen und darin auch auf die Rolle der Literatur zu sprechen kommen. Literatur, so dürfen wir vielleicht verallgemeinern, ist ein ganz wichtiges Medium menschlicher Erfahrung, in dem sie dieser Erfahrung sowohl die Bilder vorgibt, als auch diese Bilder immer wieder unterläuft und in Frage stellt. Literarische Bilder, die sich im Gebrauch durch stetige Wiederholung verfestigt haben, nennen wir Topoi. Topoi, das sind die festen Links in unserem Kopf, die sich sofort einstellen und unsere Wahrnehmung und Erfahrung ständig überformen, ohne dass wir das uns bewusst machen müssten. Im Folgenden möchte ich nun diese Steuerungsfunktion literarischer Bilder und Topoi für die sinnliche Wahrnehmung und Erfahrungsbildung genauer untersuchen. An literarischen Beispielen möchte ich zeigen, wie diese im Gedächtnis gespeicherten inneren Bilder mit den Eindrücken der Außenwelt zusammenwirken und damit die Wahrnehmung ganz wesentlich beeinflussen. Es wird also jetzt allgemeiner um die generative Matrix internalisierter Bilder gehen, wobei hier die Bedeutung von Bild jetzt nicht nur auf konkrete Bilder, Gemälde oder Fotografien eingeschränkt wird, sondern allgemeiner auch auf kulturelle Schemata und Vorstellungsbilder mit ausgedehnt wird. Ich möchte hier auch von Präfigurationen sprechen, Vorprägungen, die das noch Unbekannte mit etwas bereits Bekanntem verknüpfen und dabei die Differenz zwischen dem Alten und dem Neuen immer wieder einebnen. Wir haben bereits von der Entdeckung des Neuen gesprochen und den Archetyp des Entdeckers Christopher Columbus wenigstens am Rande schon mal erwähnt. Als Mark Twain Gelegenheit hatte, im Jahr 1867 eines der ersten Unternehmen des modernen Massentourismus zu begleiten, empfand er sich als ein zweiter Columbus. Nur, dass dieser Columbus nicht von Osten nach Westen in die neue Welt reiste, sondern umgekehrt von Westen nach Osten in die alte Welt. Twain durfte als Journalist eine Gruppe amerikanischer Reisender auf einer Schiffsreise nach Europa begleiten. An Bord waren
bildungsbeflissene Touristen die zentrale Stätten der europäischen Kultur besichtigen wollten. In einem Kapitel seines Reiseberichts beschreibt Twain, was ihm als Amerikaner bei einem Rundgang durch Rom durch den Kopf ging, also das Zentrum des alten Europas. Statt fasziniert zu sein von der Aura der antiken Ruinen, der vielen historischen Schichten und der Monumente, stellte er als Amerikaner nur eine einzige, ungeduldige, ja respektlose Frage, die er sich auch noch gleich selbst beantwortete. Die Frage lautete: Was gibt es in Rom, was andere vor mir noch nicht gesehen haben? Was kann ich hier berühren, was andere noch nicht berührt haben? Was kann ich hier fühlen, lernen, hören, wissen, das mich erregt, bevor es auf andere übergeht? Was kann ich entdecken? Nichts, rein gar nichts. Twain suchte im alten Rom ausgerechnet das Neue. Das tat er in Übereinstimmung mit einem sehr gut etablierten amerikanischen kulturellen Muster. Seit der Entdeckung Amerikas durch Christopher Columbus gilt den Amerikanern der Akt des Entdeckens als die originäre und zentrale kulturelle Handlung überhaupt, die natürlich auch Neil Armstrong noch einmal idealtypisch verkörpert und ausagiert hat. Twain, der sich mit seinem Columbus-Blick ins alte Europa aufgemacht hat, konnte deshalb gar nicht anders, als ganz tief enttäuscht zu werden. Mit den Bildern, die er im Kopf mitgebracht hatte, bestätigte ihm sein Besuch in Rom, dass es kein erhabeneres Gefühl gibt, als dort zu gehen, wo noch keiner einen Schritt getan hat, zu sehen, was noch kein menschliches Auge gesehen hat und eine jungfräuliche Atmosphäre, wie er sie nennt, zu atmen. In Kontrast also, in starkem Kontrast zu seiner Umwelt, schwärmt der Amerikaner Twain in Rom davon, der Erste zu sein, etwas zu tun, sagen oder sehen, was noch kein anderer zuvor getan hat. Und er fügt hinzu, Menschen wie Columbus, die auf eine unbekannte Welt geblickt haben, die haben wirklich gelebt, weil sie die Anstrengung und Dauer eines langen Lebens in der Ekstase eines einzigen Augenblicks erfahren haben. Also das Neue als die Vollendung des Lebens, als die Erfüllung im Augenblick. Was Twain nun erfuhr, oder die Frage ist, was konnte er dann überhaupt an den Städten des Heiligen Landes, auf die diese Touristengruppe ja unterwegs war, überhaupt noch erleben? Als er diese Orte nun mit der Touristengruppe aufgesucht hat, konnte er auch nicht anders, als diesen stets nur vor dem Hintergrund seiner inneren Bilder wahrzunehmen. Was er in Palästina zu sehen bekam, verglich er automatisch mit dem, was er in Amerika schon gesehen hatte, und das Ergebnis war für ihn deshalb durchwegs enttäuschend. Die Landschaft Palästinas konnte mit der erhabenen Natur Amerikas nirgends Schritt halten. Der See Genezareth zum Beispiel hatte nur gerade mal 2/3 die Größe des Lakes Tahoe und konnte es mit dieser Schönheit dieses amerikanischen Bergsees auch in keiner Weise aufnehmen. Das trübe Wasser dieses Teichs verblasst vor dem klaren Glanz des Lake Tahoe. Diese flachen, kahlen, gelben Hügel aus Sand und Fels entfalten keine Perspektive und haben nichts von den großartigen Bergspitzen, von denen Lake Tahoe umgeben ist. Über beiden Seen brüten Schweigen und Einsamkeit, aber während die Einsamkeit des einen prickelnd und faszinierend ist, ist die des anderen ermüdend und abstoßend. Aus dem vergleichenden Blick wurde ein scharfer Kontrast, der eindeutig zugunsten der Heimat gegenüber der Fremde ausfällt. Nach dem Motto, the more I see of foreign lands, the more I love my own. Je mehr ich von fremden Ländern sehe, desto mehr liebe ich mein eigenes. Ausgerechnet am Ufer des Sees Genezareth hat dieser Reisende also eine Vision von Lake Tahoe, dem er in seinem Reisebericht dann eine ausführliche Beschreibung widmet. Vor dem Glanz und der Faszination seines Erinnerungs- und Sehnsuchtsbildes verblasst der See, den er vor Augen hat. Twain, der von der galiläischen Umgebung, er spricht von der melancholischen Ruine von Kapernaum und dem dümmlichen Dorf Tiberias, der davon wenig angesprochen war, schlug die Reiseführer auf und wunderte sich nicht wenig über die superlativischen Landschaftsbeschreibungen, die er dort fand. Der erste beschrieb die Schönheit dieses Ortes in hymnischen Farben und fasste zusammen:
Die Erscheinung dieser Szenerie entspricht aufs Genaueste dem, was wir uns von diesem Ort erwarten und erhoffen. Große Schönheit und große Ruhe. Selbst die Berge strahlen Ruhe aus. Der Satiriker Twain machte sich nun mit Lust daran, die Stereotypen solcher Beschreibungen zu dekonstruieren. Er betonte, dass sie nichts mit der empirischen Wahrnehmung zu tun haben und vermutet, dass hier die Andacht und die Zuneigung, die einige der Autoren für diese Schauplätze hatten, ihre Fantasie in Gang gesetzt und ihr Urteil verdunkelt hätten. Über diese Reiseschriftsteller, die die antiken Städten mit Inbrunst und Verzückung besuchen, macht sich der Journalist Twain als Empiriker und Wahrheitssucher einige Gedanken, die auch ins Zentrum unserer Frage nach kulturellen Schemata stoßen. Er stellt nämlich fest, dass die Autoren der Reiseberichte das Heilige Land jeweils genau auf der Suche nach einer Evidenz bereisten, die ihren jeweiligen Glauben bestätigte. Ob ihnen dies bewusst war oder nicht, sie waren alle durch ihren Enthusiasmus geblendet. Je nach konfessioneller Denomination entdeckten sie ihr eigenes maßgeschneidertes Palästina. Als sie das Land betraten, waren ihre Urteile bereits gefestigt und es war ihnen gänzlich unmöglich, leidenschaftslos und objektiv darüber zu schreiben, wie Mark Twain glaubt, dass er es könne. Dasselbe, so stellte Twain mit einem Blick auf seine Reisegruppe fest, galt auch für die Touristen, mit denen er unterwegs war. Auch sie betraten die ihnen unbekannten Orte mit festen Urteilen, die sie bereits im Gepäck mitgebracht hatten. Deshalb konnte er zum Teil sogar wortwörtlich vorhersagen, was sie ausrufen werden, wenn sie den Berg Tabor, Nazareth, Jericho und Jerusalem besichtigten, weil ich die Bücher kenne, aus denen sie ihre Ideen übernommen haben. Diese Autoren schaffen Bilder und Gefühle und die einfachen Leute folgen ihnen und sehen durch die Augen der Autoren statt durch ihre eigenen und sie sprechen mit deren Zungen. Und dazu hinzufügte er noch, wenn sie nach Hause kommen, werden sie von Palästina erzählen, nicht wie sie es erlebt haben, sondern so wie Thompson und Robinson und Grimes es ihnen vorgeschrieben haben. Ich komme zu meinem zweiten literarischen Beispiel und letzten Punkt. Und das ist der Anglo-Ire Oscar Wilde, der dem Thema von Segen und Fluch der Topoi eine ganz neue programmatische Wendung gegeben hat. In einem brillanten Essay mit dem Titel Der Niedergang der Lüge, The Decay of Lying, hat er sich von den Konventionen der realistischen Kunst des 19. Jahrhunderts losgesagt. Wilde setzte sich für die Befreiung der Kunst aus den Fesseln der Nachahmung im Namen einer ungebundenen künstlerischen Imagination ein. Im Zentrum seines Essays steht die berühmte These, dass es nicht die Aufgabe der Kunst sei, das Leben nachzuahmen, das wäre das Prinzip des Realismus oder Naturalismus, sondern umgekehrt, dass es die Aufgabe der Kunst sei, dem Leben Bilder und orientierende Modelle vorzugeben. Mit anderen Worten, die Kunst ahmt vor, was das Leben nachahmt. Und das war genau die revolutionäre These von Wildes Essay. Ich zitiere ein paar Sätze von Wilde. Wenn wir es wissenschaftlich, im Sinne von aristotelisch ausdrücken wollen, dürfen wir die Basis, die Energie des Lebens gleichsetzen mit einem Drang nach Ausdruck. Und es ist die Kunst, die für diesen Ausdruck die Form anbietet. Die Formen anbietet. Die Aufgabe der großen Künstler besteht nach Wilde also gerade nicht darin, das Leben möglichst genau abzubilden, wie es die zeitgenössischen Theoretiker forderten, sondern die Formen zu schaffen, die dem Leben grundsätzlich fehlen. Dieser Formen bemächtigt sich dann das Leben, das sie zu kopieren und in populären Varianten zu vervielfältigen weiß, wie ein marktbewusster Verleger, so drückte er sich aus. Also das Leben ist ein Reproduktionskünstler. Den Habitus des Melancholikers zum Beispiel, schrieb er, haben wir von Shakespeares Hamlet gelernt, den des Nihilisten von Turgenev und Dostojewski. Die Künstler schaffen kulturelle Schemata, diese werden dann zu Vorbildern und programmieren unseren Habitus und unsere Lebensstile.
Sie sind es aber auch, die unsere alltägliche Wahrnehmung vorprägen. Noch einmal Wild, und das ist ein ganz wunderbarer Abschnitt, würde ich denken. Dinge existieren, weil wir sie sehen. Und was wir sehen und wie wir sehen, hängt von den Künsten ab, die uns beeinflusst haben. Einen Gegenstand nur anzuschauen, ist etwas ganz anderes, als seiner ansichtig zu werden. Man sieht nichts, bevor man nicht der Schönheit einer Sache inne wird. Erst in dem Moment tritt der Gegenstand in seine Existenz. Heute sehen Menschen Nebel, auch hier in Konstanz, nicht weil es Nebel gibt, sondern weil Dichter und Maler sie gelehrt haben, den geheimnisvollen Zauber eines solchen Effektes wahrzunehmen. Ob das den Konstanzern hilft, ist eine andere Frage. Aber in der ihm eigenen Weise illustriert Wild seine These an einem anderen Beispiel und in einer kleinen, witzigen Episode. Er erzählt, gestern Abend bestand Mrs. Arundel darauf, dass ich ans Fenster komme, um mir den gloriosen Himmel, wie sie ihn nannte, anzuschauen. Natürlich musste ich ihr den Gefallen tun. Und was sah ich? Es war lediglich ein zweitrangiger Turner, der Turner einer schlechten Periode, der die Mängel dieses Malers in übertriebener Manier bloßstellte. In seinem geistvollen Text hat Wild eine brillante Einsicht entwickelt. Da das Leben selbst fließend und formlos ist, ist es auf Formen und kulturelle Muster angewiesen, die von der Kunst geschaffen werden. Das formlose Leben ist deshalb mit einem Nachahmungsinstinkt ausgestattet und vermag auf virtuose Weise die von der Kunst entwickelten Schemata zu kopieren, zu reproduzieren und im kulturellen Gedächtnis zu speichern. Ich komme zur Schluss und fasse zusammen. Zurück zu unserer Ausgangsfrage: Kann man das Neue denken? Die Antwort lautet ja. Wenn man in einen wissenschaftlichen, technischen oder kreativen Suchprozess eintritt. Suchen, versuchen und prüfen sind Basishandlungen, um das Neue in die Welt zu bringen. Ganz anders verhält es sich allerdings mit dem Neuen, das den Menschen unvorbereitet begegnet. Es gibt das radikal Neue in der Geschichte immer wieder in Gestalt von Brüchen, unerwarteten Konstellationen und Ausnahmezuständen, aber auch in der Begegnung mit fremden Welten. Die Erfahrung des absolut Neuen kann, wie wir gesehen haben, zur radikalen Desorientierung und zum vollständigen Schweigen führen. Solche Extremsituationen sind aber die Ausnahme, weil der menschliche Geist in der Regel gegen eine Kollision mit dem ganz Fremden gewappnet ist. Der menschliche Erfahrungsschatz ist nämlich kein Sammelsurium, wie wir gelernt haben, sondern ein strukturierter Wissensvorrat, der darauf ausgerichtet ist, auf das Neue zu reagieren und es in diesem Prozess zu assimilieren und dabei zugleich auch immer ein Stück für Stück abzubauen. Diesen Vorgang, den ich Ihnen an einigen Beispielen vorgestellt habe, kann man auf unterschiedliche Weise interpretieren und bewerten. Darauf verweist auch die Formulierung vom Fluch oder Segen der Topoi. Die entscheidende Frage lautet: Verstellen die Bilder im Kopf, die wir mit uns herumtragen, die Wirklichkeit, oder helfen sie uns, die an sich gestaltlose Wirklichkeit mit Sinn und Bedeutung aufzuladen? Beides, möchte ich sagen, ist der Fall. Das Reservoir an Schemata prägt unsere Wahrnehmungen und Erfahrungen in einer Weise vor, die das Neue und Unbekannte familiarisiert, vertraut macht, indem sie es immer schon mit dem Bekannten und Vertrauten verkoppelt. Auf diese Weise entsteht unser Fundus des Vertrautheitswissens, um noch einmal diesen Ausdruck von Alfred Schütz hier aufzugreifen. Das Neue, das auf uns zukommt, wird damit automatisch umgebogen ins Vertraute. Es ist nicht mehr ganz neu, weil es über eingespeicherte Muster an vorgängige Erfahrungen angeschlossen ist. Im Horizont des mit Bildern umstellten kulturellen Gedächtnisses wird Erkennen damit zum Wiedererkennen. Kulturen, so können wir vielleicht verallgemeinern, wappnen uns vor einem Zusammenstoß mit dem Fremden, Neuen, Realen.
Sie zwingen uns dazu, die formlose und unbewältigte Realität, eben das blühende und brummende Chaos, in die Struktur unserer jeweiligen kulturellen Schemata einzupassen. Literarische Topoi spielen dabei, wie wir gesehen haben, eine wichtige Rolle. Aber es wäre zu einfach und einseitig zu sagen, dass sie die empirische Realität unserer Erfahrungen einfach überschreiben. Sie erzeugen nämlich auch so etwas wie eine Resonanz, die sich aus dem Zusammenklang von gespeicherter kultureller Vorprägung, also das, was wir schon in uns haben auf der einen Seite, und dem Blick der sinnlichen Wahrnehmung ergibt. Also der sinnliche Input und das, was wir in uns tragen, wird zusammengestellt in dem Moment der Resonanz. Es ist genau diese Assoziationsstruktur, die eine genauere Untersuchung lohnt, weil sich in ihr nämlich eine ganz wichtige Koppelung ergibt und einstellt zwischen dem individuellen und dem kulturellen Gedächtnis. Bilder, Topoi, Formeln, Narrative oder Beschreibungen, die im kulturellen und individuellen Gedächtnis gespeichert sind, wirken als angelernte und tief habitualisierte kulturelle Programme, die menschliches Erkennen, Fühlen und Handeln vorstrukturieren und orientieren. Indem sie so das Partikulare und Kontingente im Lichte einer kollektiven und auch eben langen transhistorischen Erfahrung erscheinen lassen, statten sie dabei die individuelle und kollektive Erfahrung mit Gestalten, Bedeutungen, Bewertungen, aber auch eben mit Gefühlen aus. Sie bilden eine Aura der Relevanz und Geltung um einen Gegenstand und geben einem Ereignis das Gewicht einer akkumulierten historischen Erfahrung. Indem solche kulturellen Schemata neue Erfahrungen mit kultureller Relevanz und Bedeutung ausstatten, stellen sie zugleich diese Erfahrungen auch immer in einen längeren historischen Zusammenhang. Menschen also haben sich im Zuge ihrer Geschichte, so können wir zusammenfassen, durch den Austausch ihrer sedimentierten Erfahrungen gemeinsame Gedächtnisse angelegt. Diese bilden ihre mentalen Landkarten, um einen Begriff von Christopher Clark aufzunehmen, ihre mentalen Landkarten, und haben in gewisser Weise die Funktion eines inneren GPS-Systems für die kulturelle Orientierung in der Zeit. Auch wenn wir dem Neuen noch nicht begegnet sind, sind wir doch schon darauf vorbereitet. Ein Repertoire an Mustern ermöglicht es uns, damit umzugehen. Es gibt allerdings Erlebnisse, die die kulturellen Muster durchschlagen und uns sprachlos und verstört zurücklassen. An ihnen wird klar, wofür wir diese kulturellen Muster auch brauchen, um einen prekären Zusammenstoß mit der Realität zu vermeiden und Kompromisse zu schließen zwischen dem Neuen und dem Bekannten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.